Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu meinem neuesten Do-it-yourself-Video. Dieses Mal möchte ich mich dem Eierfärben widmen, da ja bald Ostern ist. Und ich möchte euch dabei eine bestimmte Technik zeigen, bei der ihr Blütenblätter bzw. auch Gräser verwenden könnt und dann daraus wunderschöne Ostereier entstehen. Zum Eierfärben brauchen wir natürlich nicht nur eben dann diese Blumen und Gräser, sondern brauchen wir natürlich auch Eier. Und hierfür könnt ihr braune sowohl als auch weiße Eier verwenden. Meine Favoriten sind zwar eher die weißen, aber auch bei braunen Eiern bekommt man recht schöne Resultate. Gut, also wir haben eben diese Eier jetzt schon gekocht. Die sind schon etwas ausgekühlt, ein bisschen warm sind sie noch. Ganz heiß sollten sie nicht mehr sein, weil sie ja dann doch schlecht zum Angreifen gehen und wir müssen doch viel mit denen arbeiten, deswegen einfach am besten ein bisschen auskühlen lassen. Was wir noch brauchen, sind zwei Tassen, weil ich eben mit zwei Farben arbeiten möchte. Wie ihr seht, sind ganz normale Tassen, einfach ein bisschen größere, damit dann auch die Eier da hineinpassen. Idealerweise dann immer zwei pro Tasse. Außerdem brauchen wir dann natürlich auch noch die Farben. Ich verwende immer diese Farben. Die gibt es eben auch im Supermarkt zu kaufen, nennen sich Fix Color, Eierfarbe zum Kalt- und Heißfärben. Wir werden heiß färben. Genau, die gibt es unter anderem eben in Grün, Rot und Blau. Ich glaube, es gibt auch die Farbe Gelb, die man leider aber ja nicht so gut auf den Eiern sieht. Deswegen bevorzuge ich immer diese drei Farben. Für heute werden wir das Grüne mal beiseite lassen und uns den Farben Rot und Blau widmen. So, ich starte jetzt gleich mit dem Anrühren der Farbe. Dafür nehmen wir eben diese Farbpackung her, schneiden diese auf und geben dann diese Eierfarbe eben in die Tasse hinein und auf diese Farbkörner, die so aussehen, geben wir jetzt 250 Milliliter heißes Wasser drauf. Was wir noch brauchen, sind zwei Esslöffel Essig. Die kommen auch noch hinein. Und dann rühren wir das alles ganz gut um. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit der blauen Farbe. Gut, so nachdem wir jetzt die Farben fertig angerührt haben, brauchen wir dann noch ein paar weitere Sachen, nämlich etwas Wasser. Das gebt ihr am besten in so eine Schüssel hinein. Dann eben die Eier. Dann brauchen wir noch diese Blumen und Gräser. Ich war schon im Garten und habe diese Blumen und Gräser gesammelt. Für das könnt ihr zum Beispiel eben solche Schlüsselblumenblüten hernehmen oder auch einen Löwenzahn, wie ihr hier seht, oder auch Forsythienblüten. Es eignen sich auch noch andere Gräser, wie zum Beispiel diese Blätter hier. Ich glaube, das sind Blätter von Buschwindröschen oder ähnlichen. Wie gesagt, einfach Ausschau halten, je filigraner diese Gräser sind, je netter wird dann natürlich auch das Muster. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Speziell im heurigen Jahr ist es natürlich ideal, weil schon so viel wächst. Es gibt auch Jahre, wo man sich schwerer tut beim Suchen, aber dieses Jahr funktioniert das eigentlich recht gut. Dann geben wir diese Gräser mal hier zur Seite. Was wir noch brauchen, sind so kleine Fetzen, also einfach Stofffetzen. In diese werden dann die Eier hineingegeben und wir brauchen auch noch eine Schnur, einfach eine Wollschnur zum Beispiel. Die haben wir eben auch schon in so kleine Stücke geschnitten, damit wir die Eier dann gut einpacken können. Gut, dann können wir auch schon starten. Als Unterlage empfehle ich euch, ein Zeitungspapier zu nehmen, weil es doch immer mit dem ganzen Wasser und der Farbe dann doch sein kann, dass etwas sonst auf den Tisch geht. Das wäre dann nicht so ideal. Aber grundsätzlich lässt sich die Farbe eigentlich gut entfernen, falls sie dann doch irgendwo drauf käme. Also wir legen jetzt so einen Fetzen auf das Zeitungspapier. Wie gesagt, es ist möglich, dass ihr eben so schöne neue Fetzen hernehmt. Es ist aber auch möglich, falls ihr schon mal Eier gefärbt habt, dass ihr dann die Farbe einfach trocknen lasst in diesen Fetzen, weil sich diese dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt so einen, dieses so grün-blau, wenn ihr diesen Fetzen dann in eine rote Farbe geben würdet, bekommt ihr natürlich eine ganz besondere neue Farbe draus. Also müsst ihr euch nicht unbedingt die Arbeit antun, dass ihr dann diese ganzen Stofffetzen wieder wascht,
weil es eigentlich sogar besser ist, wenn ein bisschen eine Farbe schon auf den Fetzen drauf ist. Also ich starte mit dem ersten Ei. Wichtig ist, dass man ein bisschen ein Wasser auf das Ei gibt. Genau, damit das ein bisschen nass ist. Das ist wichtig deshalb, weil wir möchten, dass eben diese Blütenblätter und Gräser gut auf dem Ei haften. Also wir geben jetzt da zum Beispiel eben diese Schlüsselblumenblüte auf das Ei hinauf. Und wie ihr seht, mit dem Wasser klebt das dann doch recht gut am Ei. Wie gesagt, einfach nach Belieben kann man das dann auf das Ei drauf geben. Gut, also wie ihr seht, ein Ei könnte dann zum Beispiel folgendermaßen aussehen, eben mit Schlüsselblume, mit einem Löwenzahnblatt und einem unbekannten Gewächs, ist dieses Blatt hier dann eben diese eher filigraneren und eine Forsythie. Also das sieht dann so aus. Wir nehmen jetzt dieses Ei und legen das vorsichtig auf den Stofffetzen hinauf und versuchen, dass wir das eben recht gut einpacken, ohne dass die Blüten und Gräser verrutschen. Das könnt ihr ruhig ein bisschen fester einpacken, damit diese Blumen auch wirklich eng am Ei anliegen. So, wenn wir das Ei jetzt so eingepackt haben, brauchen wir eben noch so einen Wollfaden. Den geben wir hier jetzt rundherum. Und dann noch einen Knoten hinein. Und dann geben wir unser weißes Ei mit dem ganz neuen Fetzen einmal in die blaue Farbe hinein. So, während wir jetzt warten, dass dieses Ei gefärbt wird, starte ich auch schon mit dem zweiten. Dieses Mal möchte ich eben das Ei in die rote Farbe hineingeben und nehme deshalb eben so einen blauen Fetzen, den ich schon mal verwendet habe, und ein braunes Ei dieses Mal, damit ihr auch seht, welche Ergebnisse dann erzielt werden können, wenn wir eben ein braunes Ei bzw. einen bunten Fetzen verwenden. So, das machen wir jetzt wieder genau gleich, das Ei wieder nass machen und dann die Blütenblätter draufgeben. Gut, also wie ihr seht, manche Gräser halten leider nicht ganz so gut, aber deswegen legen wir dieses Ei dann gleich mit dieser Seite nach unten in das Tuch hinein, damit das dann trotzdem recht schön angedrückt wird. Wir haben jetzt das braune Ei im blauen Tuch schön eingepackt und wieder gut zugemacht mit der Wolle und geben dieses jetzt in die rote Farbe hinein und dann warten wir mal ab, was aus diesem wird. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist die dritte Variante, dass wir ein weißes Ei in ein buntes Tuch geben und dann sehen, was dabei herauskommt. Hierfür nehme ich jetzt wieder ein buntes Tuch, eben dieses Mal ein rotes Tuch. Das können wir dann in die blaue Farbe hineingeben und eben ein weißes Ei. Und dann machen wir wieder dasselbe wie auch schon bei den anderen. So, wie gesagt, das weiße Ei in dem roten Tuch werden wir jetzt in die blaue Farbe hineingeben. Wie ihr seht, die Finger werden unter der Färberei leider ein bisschen leiden, aber das geht normalerweise nach einem Tag sowas wieder runter, wenn man sich die Finger einige Male mit Seife kräftig wäscht. Man könnte natürlich auch Handschuhe dafür verwenden, aber dadurch, dass sich dann das alles so schlecht angreifen lässt und speziell auch später jetzt dann, wenn wir die Blütenblätter wieder von den Eiern heruntergeben, und das muss man einfach sehr vorsichtig machen, ist es dann wichtig, dass man ein gutes Gefühl in den Fingern hat, finde ich auf jeden Fall, und deswegen mag ich das dann nicht so gern, wenn dann die Handschuhe dazwischen sind. Das funktioniert für mich leider nicht so gut. Aber wie gesagt, könnt ihr auch gerne natürlich mit Handschuhen machen. Jedes Ei sollte ca. 5 Minuten in der Farbe baden und deshalb können wir auch schon das erste Ei wieder herausnehmen. Für das ist es wichtig, dass ihr jetzt etwas Zeitungspapier von hier nehmt, am besten ca. 3 Blatt, weil das sonst mit der Farbe leider recht eine Sauerei wird, aber das wollen wir eben verhindern, deswegen ca. 3 Blatt Zeitungspapier. Dann nehmen wir das Ei aus der Farbe heraus, lassen es noch kurz abtrocknen.
Tropfen und geben es dann auf die Zeitungspapiere hinauf. Wir wickeln das Ei jetzt in das Zeitungspapier ein, damit die überschüssige Farbe vom Zeitungspapier aufgesaugt wird. Wir werden jetzt die Schnur hier oben aufschneiden, dann werden wir den Stoff ganz vorsichtig heruntergeben und immer zwischendurch auch mit dem Zeitungspapier das Ei abtupfen, damit die Farbe einfach, die was noch überschüssig drauf ist auf dem Ei, damit ihr nicht das ganze Muster verrinnen lasst. Eben, also zwischendurch wichtig, immer mit dem Zeitungspapier abtupfen und auch wenn wir ein Blütenblatt heruntergeben, bitte einfach immer zwischendurch mit dem Zeitungspapier abtupfen. Wie ihr seht, das Ei sieht jetzt so aus und der Clou an der Sache ist eben, dass diese Blätter, wenn sie am Ei drauf sind, eben verhindern, dass die ganze Farbe auf das Ei kommt und dann bleiben eben Teile immer noch recht weiß bzw. einfach heller, wie man es auf der anderen Seite hier sieht. Diesen nassen blauen Fetzen können wir natürlich auch gleich wieder verwenden, dass wir zum Beispiel eben das nächste Ei in die rote Farbe dann damit geben. Dann bekommt man manchmal auch so ein schönes Violett heraus. Das möchte ich jetzt auch noch versuchen. Dafür nehme ich jetzt einfach wieder ein braunes Ei und werde es dann in die rote Farbe geben. So, ich gebe jetzt das braune Ei, das ich in das nasse blaue Tuch hineingewickelt habe, eben in die rote Farbe hinein. Und dann werden wir sehen, was wir dafür ein Ergebnis bekommen. Gut, also das ist das Ergebnis unseres Eierfärbdurchgangs. Wie ihr schon gesehen habt, das ist das weiße Ei, das wir in das noch unbenützte Stofftuch hineingegeben haben und dann in die blaue Farbe hineingegeben haben. Gut, also das sind die Ergebnisse unserer Färberei. Also als erstes einmal das weiße Ei, das wir in das noch unbenützte Stofftuch hineingegeben haben und danach in die blaue Farbe hineingegeben haben. Wie gesagt, hier oben sieht man zum Beispiel ganz schön die Schlüsselblume bzw. hier die Forsythie und auch den Löwenzahn. Genau. Dann haben wir noch das braune Ei, das wir in das rote Tuch hineingegeben haben und danach in die blaue Farbe. Das sieht folgendermaßen aus. Also man sieht hier natürlich mit braunen Eiern wird das ein bisschen dunkler als bei weißen Eiern. Hier haben wir noch ein anderes braunes Ei, das wir in das blaue Tuch hineingegeben haben und danach in die rote Farbe. Sieht dann so aus. Und zu guter Letzt noch ein weißes Ei. Das haben wir in ein blaues Tuch gegeben und danach in die rote Farbe. Und wie ihr seht, das ist dann so ein nettes Violett, was wir hier bekommen haben. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende von meinem Video. Ich würde mich wahnsinnig über einen Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr diese Färbetechnik ausprobiert, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Bild von euren Ergebnissen unter dieses Video postet. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Färben und in diesem Sinne natürlich dann auch frohe Ostern. Tschüss, bis bald!